Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scroll, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer Runde. Und Leute, es gibt etwas Neues, und zwar können wir die Welt unterstützen. Es gibt gerade ein kleines Projekt, das ist ja gerade auf iTunes, glaube ich, also bei den iOS-Geräten, bei Apple und den ganzen Herstellern und sowas, ist gerade die grüne Woche, in Anführungszeichen. Und in dieser grünen Woche will Apple so ziemlich die meisten Gewinne, die sie erwirtschaftet haben, wenn ich das richtig weiß, an Hilfsorganisationen, die die Meere retten, dem Klimaschutz helfen und alles Mögliche machen und auch natürlich bedrohten Tierarten und alles, und haben dadurch verschiedene Apps angefragt, ob sie da gewisse Sachen machen wollen. Dazu gehört auch Blizzard, / Hearthstone besser gesagt. Und ja, da konnte man sich nämlich einen wunderschönen neuen Hero holen. Und zwar ist das nämlich hier Khadgar. Mega, mega cool. Wer nicht weiß, wer Khadgar ist: Khadgar ist der, war ein Schüler von Medivh, sagen wir es mal so, und ist inzwischen einer der wirklich der stärksten, ich weiß sogar nicht mal, ob es inzwischen der stärkste ist, aber es ist einer der stärksten Magier, die es im Blizzard-Universum gerade gibt, in Azeroth und so. Und den werden wir jetzt gerade mal spielen. Wir haben ihn hier schon als Gatgezahn Miracle Mage und haben hier auch noch eine wunderschöne Mage- oder Schamanen-Quest. Und legen deswegen halt einfach mal los hier, Leute. Und wer noch genau wissen will, was da direkt unterstützt wird, das ist der WWF, Wildlife Fund. Also, falls ihr das mal googeln wollt und so. Gibt es jetzt auch nicht mehr lange. Ich glaube, bis zum 24. ist es möglich, hier das sich zu holen. Kostet 5 Euronen. Ist also ein ganz angenehmer Preis, muss ich sagen, wenn man so guckt, im Gegensatz zu den anderen Heroes, die halt alle so auf die 10 Euro kosten. Ist ganz cool. Und ja, warum sollte man sich das nicht mal gönnen, nicht? Und er sieht echt awesome aus. Er hat wirklich komplett eine neue Animation. Erstens mal, das sieht cool aus. Zweitens mal, die Hero Ability ist inzwischen ein Arcane Missile. Also sieht auch echt gut aus. Das packen wir mal weg hier. Die Combo finde ich eigentlich ganz cool. Eigentlich finde ich das auch ganz cool, aber ich habe noch die Hoffnung auf ein nicht auf einen Gatgezahn Auctioneer, aber der ist auch okay. Nehmen wir natürlich auch mit. Wir spielen gegen den Druiden. Fellow Seeker of Truth. Das ist schon awesome, oder Leute? Das ist schon awesome, muss man schon sagen. Aber wir wollen nicht, dass der Lepra-Gnome uns angreift, deswegen zeige ich euch jetzt gleich auch mal hier die neue die Hero-Ability. Sieht schon gut aus, oder? Hier die Arcane Missile, die da rausschießt und den Minion killt. Ist schon ganz cool, ist schon ganz cool. So, liebe Freunde. Es gab jetzt in letzter Zeit nicht so viel Hearthstone. Das liegt einfach daran, dass ich halt wirklich gerade sehr, sehr viel zu tun habe und um die Ohren habe. Es wird jetzt höchstwahrscheinlich wieder einiges nachgereicht. Wir spielen das jetzt einfach mal raus in der Hoffnung, dass es nicht tötet. Oder er wird es töten, macht dadurch den Trade. Wir können im nächsten Zug den Flamewaker spielen, haben dann ein relativ gutes Board, können damit dann agieren. Das ist schon gut so. Es kam jetzt in letzter Zeit relativ wenig. Ich glaube, ich habe alle 2 Tage, zwischendrin sogar mal 2 Tage komplett Pause gehabt. Oder sogar 3 Tage, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist ein bisschen schlecht gerade bei mir vom Aufnehmen her, von den Zeiten. Okay, für 5 spielt er Luatep. Nee, okay, okay. Senjin Shieldmaster, ist okay. Können wir weghauen mit unserem. Das ist natürlich perfekt jetzt. Was ich sagen wollte, und zwar ist es halt gerade ein bisschen doof hier. Es kommt sehr, sehr viel gerade bei mir um die Ohren. Es ist gerade sehr, sehr viel bei mir um die Ohren. Das ist ein bisschen schwierig, deswegen das Ganze zu machen. Wollen wir darauf wirklich schon reagieren? Ich hätte mal gesagt, wir blasten den jetzt einfach weg, hauen ihm 3 Schaden ins Gesicht, und das hat sich gehabt. Fertig, zack. End Turn. Ich habe gerade sehr, sehr viel um die Ohren, deswegen habe ich gerade wenig Zeit zum Aufnehmen und zehre gerade ein bisschen von den von den Resten. Und dazu gehört halt leider auch hier verschiedene andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel LOL, was sehr, sehr viel kommt. Die Minecraft Underground kommt ja jetzt auch relativ viel raus. Was ich sehr, sehr gut finde, weil Minecraft Underground ist echt ein super gutes Projekt, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Spiele ich ja mit dem Sascha, dem Stevie und der Shira. Aber nichtsdestotrotz, es wird jetzt hoffentlich besser werden. Also, ich bin jetzt hier weitestgehend durch die kritische Phase durch, wenn wir das mal so nennen dürfen.
Ah, der regt mich schon ein bisschen drauf. Der haut mich gerade hier ganz schön runter, ey, der Junge. Das ist natürlich cool, aber den wollen wir jetzt gar nicht spielen. Wir spielen nämlich jetzt die Combo und zwar einmal so. Machen den hier weg. Machen hier den Trade und End Turn. So. Wer den Gatgezahn Miracle Mage noch nicht kennt, sollte mal auf YouTube gucken unter dem Deckcheck. Da habe ich den nämlich durchgecheckt und er ist halt echt awesome. Leute, er ist wirklich gut. Also mit dem kann man echt gut spielen. Das macht auch mega Spaß, meiner Meinung nach. Aber das ist ja jedem das Seine. Wir spielen jetzt den hier raus. Und gehen Face. Hätten theoretisch auch hier den Trade erzwingen können, wollen wir aber jetzt nicht direkt. So, okay, das Swamp da. Oh, er tradet also direkt unseren Auction hier weg. Es ist sehr interessant, wie der gute Herr hier spielt. Der gute Furious 5. Die Furiosen 5. Okay, wir ziehen nochmal Karten, hätte ich gesagt. Nasu Drake, sehr, sehr schön. Mana Wurm auch schön. Können hier jetzt nur leider nicht irgendwie den Ding hier platt machen. Wir könnten zwar jetzt Iceland spielen, dann wäre er weg. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht cool. Deswegen spielen wir einfach die hier raus, casten da einmal drauf, machen Endturn, können ihn im nächsten Zug relativ easy killen. Und ja, schauen einfach mal, was da der Dinge kommt und harren aus. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier so machen. North Sea Kraken. Der ist natürlich ganz schön böse. Den wollten wir hier eigentlich nicht haben. Aber es sieht schlecht aus. Den müssen wir wohl ertragen jetzt erstmal kurz. Wir ziehen eine Karte. Das ist sehr, sehr gut. Spielen dann eine. Iceland hier drauf. Machen einen Turn. Damit muss er jetzt hier nochmal reintraden. Und wir haben nochmal ein bisschen Vorteil uns erarbeitet. Nächsten Zug, sehr, sehr gut. Antonidas mit verschiedenen Sachen hier. Oh, ich hoffe, es kommt kein Swipe jetzt. Swipe wäre jetzt tödlich, glaube ich. Swipe wäre tödlich. Oh, und Wrath ist natürlich auch gar nicht cool. Nee, ein Wrath war jetzt echt nicht cool. Wow. Sieht schlecht aus, Freunde. Obwohl, wir haben ja jetzt... Ja, okay, sieht nicht so schlecht aus. Also, es ist jetzt nicht problematisch oder so. So, da haben wir noch den Arcane Intellect. Das ist sehr, sehr gut. Wir machen den Trade. Spielen den guten Antonidas raus. Er müsste 8 casten. Das geht leider. Wir machen es so. Ja, ja, ja. Nature will rise against you. Nature will rise against me. Alles gut. Wir holen uns zweimal den Ding hier. Ja, sei jetzt ruhig, Junge. So, gehen ihm einmal ins Face. Haben ihn jetzt mal stumm geschalten, weil er mir ein bisschen auf die Nerven ging. Er muss jetzt Antonidas töten. Das ist, er muss es einfach machen. Das ist nicht cool. Leute, er geht zweimal Face. Ist es denn die Möglichkeit? Tatsächlich, er geht wirklich zweimal Face. Damit könnte er jetzt gerade ein Missplay gemacht haben. Und zwar ein ziemlich großes. Nice. Es könnte wirklich ein Missplay sein, den wir zu unseren Gunsten ausnutzen können. Und zwar packen wir einmal den hier weg. Kriegen wir dann Feuerball. Packen einmal den hier weg. Kriegen wiederum einen Feuerball. Machen so. Töten ihn. Haben Board Control. Zack. Hätte jetzt Antonio das weggepackt. Wären wir zwar jetzt noch auf mehr HP, wenn er jetzt natürlich einen Swipe hat, ist es Game Over. Und dann ist GG, well played und alles auf einmal. Nice. Ja, damit ist es dann mal well played, hätte ich gesagt, oder? Wir haben 5, wir machen hier... ja, 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 nee, reicht noch nicht ganz. Schade.
Die Flame Cannon kommt jetzt eigentlich genau richtig. Die können wir direkt rauscasten. Machen so. Machen so. Immer noch auf der Hoffnung. Er hat jetzt leider noch einen Zug, in dem er die, den Ding hier ziehen kann. Das Swipe. Oh, es wäre jetzt schon deprimierend, oder? Es wäre jetzt schon ganz schön deprimierend, wenn er jetzt einen Swipe gezogen hätte. Okay, er macht nichts. Könnte ein schlechtes Zeichen sein. Es ist ein Ooze. Well played. Ich finde auch Khadgars, Khadgars Sachen hier so eigentlich ganz cool. Hier so von wegen. Oh my. Oops. Oops. Ja komm, jetzt mach. Bring das Ganze zu Ende. Das war nicht für dich gemeint. Oh dear. Sorry. Ach komm schon, Freund. Droht er mir noch? Ne, er droht mir nicht. Er lässt jetzt die Zeit einfach runterlaufen. Aber ich habe damit kein Problem. Wir haben eine sehr, sehr schöne Runde jetzt gerade gewonnen. Es war zwar relativ knapp, wegen verschiedenen Fehlern, die ich hier, glaube ich, begangen habe. Aber so ist es nun mal. Ja, ja, entschuldige dich ruhig. Ist schon okay. Ja, ja. Thank you, my friend. Er wird jetzt einfach hier, das ist GG. Da regt sich jemand ein bisschen auf, glaube ich, darüber, dass er jetzt stirbt. Wird jetzt auch, oh, noch ein Feuerball, alles klar. Oh, was spielen wir denn? Wir, oh, oh. Ja, schön. Ja, richtig schön. Da hat der gute Khadgar erstmal den ersten Sieg rausgeholt. Hätte ich gesagt, spielen wir gleich mal noch eine Runde so hinten dran. Und schauen einfach mal, was wir denn hier noch Schönes machen können. Gegen Rexa. Okay, die Hand gefällt mir jetzt nicht so arg. Wir werden auf jeden Fall einen Frostbolt behalten. Wir spielen hier gegen ein Aggro-Deck. Ich habe es zwar schon mal im Deckcheck gesagt, wie man das hier gegen ein Aggro-Deck macht, aber ich werde es jetzt einfach hier nochmal so erklären. Und zwar versucht man wirklich kleine Minions immer noch auf der Hand zu halten und halt so Sachen wie ein Frostbolt, dass man schnell removen kann. Es ist jetzt sehr gut, dass ich hier die Sorcerer Apprentice habe und den Frostbolt. Damit kann ich halt die Combo casten hier von wegen 3 Mana. Zack, zack, zack und er ist weg. Theoretisch Turn 2 Sorcerer Apprentice Coin into Frostbolt Minions weg. So könnte es funktionieren. So könnte es funktionieren, muss aber nicht. Okay, wir sollten vielleicht mal grüßen. Fellow Seeker of Truth. Ja, komm, wir spielen den jetzt einfach mal raus hier. Wir haben ja eh hier Coins ohne Ende. Jetzt muss er erstmal dagegen ankommen. Ja, was kann ich denn Schönes erzählen, liebe Freunde? Es gibt eigentlich so in sich nichts Neues, außer dass gerade alles ein bisschen stressig ist. 2 Mana können nichts spielen, müssen also warten, wir schießen ihm 1 Damage und fertig. End Turn. Ich finde es einfach mega awesome, wie die Arcane Missile da zirum und weg. Ja. Ich freue mich schon sehr, sehr auf die neue Erweiterung von Hearthstone, die ja jetzt knapp in einem Monat rauskommen soll. Ich verfolge auch immer sehr, sehr stark die ganzen neuen Karten, die released werden. Das ist ja teilweise echt krass, was es wird. Das wird ein kompletter Umschwung meiner Meinung nach von Hearthstone werden. Wenn zum Beispiel hier die ganzen Viecher geben, die im Deck drin buffen und sowas, es ist great, Leute, es ist richtig great. Ich freue mich richtig tierisch drauf. Es könnte wirklich das komplette Spiel eigentlich fast schon ändern. Weil es halt so viel verschiedene Arten dann, einfach so viele verschiedene Arten von Decks gibt. Das ist eine komplette, meiner Meinung nach, eine komplette Erweiterung nochmal für Hearthstone, die echt der absolute Hammer ist. Also Leute, absolute Hammer.
voll schwärmen hier. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Machen jetzt den hier weg mit dem Frostbolt, triggern damit den hier hoffentlich durch unseren Flamewaker. Das ist sehr, sehr gut. Hauen dann unseren Gegner noch ein bisschen ins Gesicht, die Arcane Missile. So. Ich kann auch noch ein bisschen hier mal Werbung machen für den Deckjack, finde ich. Und zwar, wenn ihr eine Idee habt für ein Deck, das ihr gerne mal sehen würdet, oder gerne mal getestet habt, aber nicht die Karten habt, oder keine Ahnung, euch irgendwie nicht traut, aus welchen Gründen auch immer, könnt ihr das eigentlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da immer sehr, sehr drüber. Und ja, einfach mal hinschreiben von wegen hier, Scroll, teste mal bitte das und das. Weil aus Gründen so und so. Freue ich mich immer sehr drüber. Ich will ja nämlich hier nicht einfach so die Sachen testen, wie es mir in den Kopf kommt. Ich versuche da schon ein bisschen was reinzubringen, was euch auch schlussendlich was bringt. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob es richtig war, das hier rauszuspielen, aber ich habe gedacht, okay, dann kriegt der hier kein Ding. Wir können dann Bolt Rom Shield rausspielen. Und haben dann natürlich nochmal einen größeren Vorteil als zuvor, aber da kommt das Kill Command, was natürlich scheiße ist. Nee, schade. Kein Menü mehr auf dem Board. So. Wie gesagt, schreibt Decks, die ihr mal sehen wollt, einfach rein in die Kommentare. Vielleicht unter einem Deckcheck oder auch hier unter den normalen Folgen. Damit ich einfach sehe, was euch denn interessieren würde so insgesamt. Ich werde jetzt im nächsten Zug den Minion hier einfrieren, dass der halt einfach nicht mehr angreift. Das ist eigentlich ganz lustig, dann können wir echt coole Sachen mitmachen. Spielen dann noch zusätzlich den Gatgetan Joester, dass wir eine Karte ziehen. Es ist der Azur Drake. Hello, Azur Drake. Nächsten Turn dann die Combo Azur Drake plus Bolf. Könnte man schon machen. Kann man schon machen. Bolf Rum Shield ist eigentlich, finde ich, gar nicht so ein dumme Legendary. Ja gut, es ist jetzt nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste. Okay, er macht direkt den Trade. Haut uns dann wahrscheinlich 3 ins Gesicht. Es ist auf jeden Fall ein Mid-Range-Hunter, kein Mid-Rage-Hunter, gegen den wir hier spielen. Und ich warte eigentlich nur auf, eigentlich habe ich auf Antonidas gewartet, aber den habe ich ja jetzt. Mal gucken, okay, das hier, dann spielen wir noch den guten Wolf raus. Ich brauche halt auf jeden Fall einen Feuerball, den ich triggern kann. Sonst habe ich das Problem, dass ich wiederum hier nichts machen kann, weil ich nicht durch die Savannah High Main durchkomme. Ich hoffe einfach mal, der haut die jetzt in den Azur Drake rein, damit ich dann hier das Viech töten kann, dass der Taunt weg ist. Okay, da kommt der Mad Scientist, schießt uns 1 ins Gesicht, wir kriegen, Ding kriegt 1 Damage, er schießt uns nochmal 2, er kann jetzt traden, er geht aber face, ah okay, tradet damit also weg, okay. Warum hat er nicht eigentlich direkt angegriffen? Einfach mal so rein informieren. Ach, natürlich, weil er dann kein Damage kriegt. Oh, das ist voll schlau, der Junge. Richtig schlau, der Junge. Antoni das jetzt schon casten oder erst später? Eigentlich brauchen wir mehr Spells. Also von dem her denke ich nicht, dass es jetzt eine gute Lösung ist, hier Antoni das zu casten. Spielen den hier raus. Machen hier mal schnell den Trade. Holen die 2 Hyänen hier, hoffen, dass ein Messer hier reintrifft vielleicht. Oder auch nicht. Ist ja beides möglich gewesen. Spielen dann jetzt mal raus, dass er hier noch ein bisschen was hat, wo er aggressiv drauf gehen will. Weil er ja nicht weiß, was unsere Combo ist. Ich habe gemerkt, in letzter Zeit verliere ich eigentlich größtenteils nur gegen Jäger. Einfach weil die irgendwie, ich weiß nicht, es ist so ein Spielprinzip, das mir irgendwie überhaupt nicht liegt. Dieses entweder nur stupide ins Gesicht reinhauen, ohne Grund und Verstand, ohne Sinn und Verstand natürlich. Und, also das war jetzt der Facehunter und das andere ist natürlich hier jetzt, wie wenn man es hier sagt, einfach, ja, Klobberei. Obwohl Midrange ist schon. Er spielt vor allen Dingen eine kleine Deathrattle-Variante davon. Finde ich cool, ehrlich gesagt. Finde ich ganz schön cool. Death Rattle gefällt mir. Oh, nice. Oh, nice. Das ist schön. Damit können wir arbeiten. Kriegen aber trotzdem hart aufs Maul gerade. Gefällt mir gar nicht.
Oh, Arcane Missiles. Jetzt können wir richtig gut arbeiten. Wir spielen also für 7 Antoni das. Für 2 den hier. Dann spielen wir die Arcane Missiles. 1, sehr gut. Ah, okay, die hätte jetzt. Verdammt! Trifft immer die falschen. 9 HP, die freezen wir weg. Ich hoffe, der schießt jetzt einen Schaden nochmal hier drauf auf beide. Ah, schade, fast. Den werden wir jetzt hier leider wegmachen müssen. Die Hyäne lassen wir noch da. Jetzt ist die Frage, was hat er? Wenn er jetzt eine Freezing Trap hat, ist das vollkommen in Ordnung. Ich schätze auch mal, es wird eine Freezing Trap sein. Dann werden wir, Flamewaker wird dann teurer. Ne, dann traden wir mit... Doch, wir wollen den Flamewaker haben. Freezing Trap kriege ich zurück auf die Hand, das ist perfekt. Dann hauen wir den Knife Juggler jetzt noch hier mit weg. Und machen Enter. So, 18 Damage. Wenn er jetzt unseren Antoni das nicht wegmacht, hat er einen Kill Command gezogen. Ach nö, oder? Ach nee, er kann uns so töten. Alles klar, well played. Kann man nichts dran ändern. Ja, konnte man nichts dran ändern. Sind die Sachen schlecht geflogen? Naja, was soll's. Wieder ein Standchen verloren, aber wir kämpfen uns natürlich wieder weit nach oben. Es ging ja heute in der Folge größtenteils eigentlich nur um Khadgar. Und ich bedanke mich jetzt mal recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Und wenn ihr ihn wollt, Leute, den guten Khadgar, dann guckt mal, ob ihr noch in der Zeit, ich werde es jetzt morgen hochladen, es ist wie gesagt bis zum 24. gibt es den noch im Angebot. Das sind jetzt noch, wenn er morgen rauskommt, morgen ist der 20., das heißt, es sind 4 Tage noch, wo ihr ihn euch holen könnt. Könnt ihr einfach mal gucken, ob ihr das wollt. Und dann hört man sich oder sieht man sich, wie auch immer, dann. Wenn es euch gefallen hat, nochmal lasst einen schönen Daumen nach oben da. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal dann. Bis die Tage. Tyrolü.